Das ist ein berühmter Hadith. Hier drei Männer kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Manche der Ahlul Ilm erwähnen, dass es Ali ibn Abi Talib war, Abdullah ibn Amr und Uthman ibn Maz'un. Diese drei seien gekommen. Jedenfalls, sie gehen nicht direkt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern zu einem seiner Häuser, das heißt zu den Frauen des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Daraus entnehmen wir auch grundsätzlich, dass das verbale Gespräch mit einer Frau, das heißt ein Mann spricht mit einer Frau, dass das grundsätzlich nichts Verwerfliches ist, solange die Inhalte korrekt sind und in gewisser Weise eine Art von Bedürfnis dazu besteht. Und dass die Stimme der Frau keine Aura ist. Die Stimme der Frau ist keine Aura, die sie vor dem Mann irgendwie zu verbergen hat. Das entnehmen wir auch aus dem Koran, yani an etlichen Stellen. Yani, مثلاً, Allah Ta'ala sagt zu den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. Und sprecht nicht mit zierlichen Stimmen. Mesh. فيطمع الذي في قلبه مرض. Dies erweckt Begierde in dem Herzen dessen, der Krankheit hat. Aber sprecht geziemende Worte. Das heißt, die Stimme der Frau per se ist keine Aura. Tamam? Und deswegen, Allah Ta'ala sagt ja hier, sie sollen nicht mit zierlicher Stimme sprechen, aber auf geziemende Art und Weise. Nicht? Auf eine anständigen Art und Weise. Und da auch, ja, in der Geschichte von Musa, als er nach Madian ging und an diesem Brunnen war, und da sah er ganz viele Hirten, die am Brunnen Wasser schöpften, und zwei Frauen, die so abseits standen. Und da hat er sie ja gefragt, was ist mit euch? Und sie sagten, wir schöpfen kein Wasser, bis die Hirten fort sind. Dann ist Musa alles gegangen, hat für sie das Wasser geschöpft und hat es ihnen gegeben. Sie haben sich bedankt und sind fortgegangen. Aber infolgedessen schickt der Vater nochmal eines seiner Mädchen zurück zu Musa. Und sie sagt ihm, dass mein Vater dich ruft, er möchte dir yani Dank erweisen für deine Hilfe. Tamam. Und auch in den Ahadith, yani unzählige Ahadith, in denen die verschiedenen Frauen Sahabiya zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gehen und ihm Fragen stellen. Also das ist etwas ganz Triviales eigentlich. Etwas sehr Triviales. Ja. Das heißt auch bei der Unterrichtung, wenn der Mann beispielsweise Frauen unterrichtet, die Stimme, also die verbale Kommunikation ist nichts Verwerfliches oder so, ist etwas, das im Rahmen des Legitimen ist. Auch bei der Fatwa, yani, wenn eine Frau für den Istifta zum Mufti geht, wie will sie das machen? Spricht ja mit ihm. Oder vor dem Qadi, in einem Fall spricht sie. Tamam? Das heißt also, diese Vorstellung, dass die Stimme der Frau etwas ist, das für den Mann so ist wie ihr Körper, den er nicht betrachten darf, das ist ja yani, ein bisschen absurd ist das. Und realitätsfern ist das.